Herzlich willkommen zu Teil 79 der Reihe Ausgewählte Aufgaben aus dem Wettbewerb Känguru der Mathematik. Thema heute ist die Aufgabe 10.9 aus dem Wettbewerb 2013 Klassenstufe 7.8. Die Aufgabe lautet: Wir werfen einen Spielwürfel und notieren die Summe aller sichtbaren Augen. Kommt der Würfel beispielsweise auf der 3 zu liegen, so notieren wir 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 6, also 18. Bei jedem weiteren Wurf addieren wir die Summe aller sichtbaren Augen zur letzten notierten Zahl. So entsteht eine Liste von Zahlen. Je nachdem, wie die Abfolge der gewürfelten Zahlen ist, entstehen unterschiedliche Listen. Welches ist die größte Zahl, die ganz sicher nicht in einer solchen Liste vorkommen kann? Die Möglichkeiten sind 29, 35, 41, 44 und 51, was nicht die Lottozahlen sind. Die Lösestrategie. Welche Augensumme kann in einem einzelnen Wurf vorkommen? Die Summe aller Augen von einem Würfel ist 21, also 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, das ist 21. Und eine der Zahlen ist verdeckt, denn der Würfel liegt ja auf einer Seite und die Zahl ist verdeckt, die zählt also nicht mit. Und das heißt, wir können jeweils eine dieser Zahlen wieder abziehen von der 21 und dann sehen wir, wenn wir die 1 abziehen, bleiben 20, wenn wir die 2 abziehen, bleiben 19 und so weiter, wenn wir die 6 abziehen, bleiben 15. Das heißt, die Augensumme der sichtbaren Augen bei einem Wurf liegt zwischen 15 und 20 einschließlich jeweils. Wir versuchen jetzt die 5 Lösungsmöglichkeiten, die wir haben, die hier oben nochmal stehen, als Summe von solchen Augensummen zu konstruieren in wiederholten Würfen. Und wir schauen, bei welcher von diesen Zahlen das wohl nicht möglich ist. Wenn wir zum Beispiel die Zielzahl 29 haben, ist das möglich? Nein, es ist nicht möglich. Wenn wir einmal werfen, können wir maximal auf 20 kommen. Mit dem nächsten Wurf sind wir aber dann schon bei mindestens 15 plus 15, denn das ist ja das kleinste aus zwei Würfen. 29, ich habe das hier symbolisch geschrieben, die Summe von einem Wurf ist eben mindestens 15, höchstens 20, das ist kleiner als 29 beides. Die Summe von zwei Würfen ist mindestens 2 mal 15, das ist größer als 29. Was bedeutet, die 29 können wir niemals aufschreiben, laut der, wenn wir vorgehen wie in der Aufgabenstelle. Die nächste Lösungsmöglichkeit ist die 35. Das geht, wenn wir zum Beispiel bei dem ersten Wurf eine Summe von 15 haben, wenn also die 6 verdeckt ist, und beim zweiten Wurf eine Summe von 20, wenn also die 1 verdeckt ist beim zweiten Wurf, dann haben wir 35 aufgeschrieben nach dem zweiten Wurf. Das geht also. 41 geht wieder nicht. Wenn wir zweimal werfen, kommen wir maximal auf 20 plus 20, also 40. Und wenn wir dreimal werfen, kommen wir auf mindestens 3 mal 15, das ist 45. Das heißt, die 41 können wir nicht erreichen. Die wird niemals aufgeschrieben. Das gleiche gilt für die 44, das gleiche Argument. Zweimal werfen, da können wir maximal 40 aufschreiben. Dreimal werfen, da schreiben wir mindestens 45 auf. Das heißt, die 44 kann auch niemals aufgeschrieben werden. Die 51 wiederum, die geht mit drei Würfen. Wenn wir zum Beispiel 20 plus 16 plus 15 werfen, also im ersten Wurf die 1 verdeckt, im zweiten Wurf die 5 verdeckt, im dritten Wurf die 6 verdeckt, dann haben wir diese Summen, das ist zusammen 51, also die 51, die kann auf unserem Zettel auftauchen. Wir haben also drei Zahlen, die mit Sicherheit nicht auftauchen auf dem Zettel und die größte davon ist eben die 44 und das ist die Antwort D, die somit richtig ist, und damit haben wir diese Aufgabe gelöst. In der nächsten Folge, die auch gleichzeitig die letzte Folge dieser Serie sein wird, sprechen wir über die Aufgabe 10 aus dem Wettbewerb 2013, Klassenstufe 7.8. Vielen Dank.